Es ist viel los im Probenraum des Gymnasiums St. Stephan. Am Klavier sitzt Meinrad Schmidt. Der 82-jährige Komponist übt mit den Schülerinnen und Schülern das Oratorium Benedikt. Es geht aber nicht um den emeritierten Papst, sondern um den italienischen Ordensgründer aus Nursia. Die Idee zu dem Stück entstand vor 2 Jahren. Bei meinem letzten runden Geburtstag, wo das Orchester und der Chor etwas von mir aufführte, kam dann diese Idee, man kann sagen so halb Sektlaune, halb Ernst, etwas für diesen Ort zu schreiben, was eben dann was ganz Eigenes wäre und eben auch gleichzeitig thematisch mit der ganzen Region verbunden wäre. Die Schule ist nach wie vor der benediktinischen Tradition verbunden. Auch deswegen passt das Thema des Oratoriums sehr gut zum Gymnasium St. Stephan. Es wird in verschiedenen Fächern aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Wir haben dann gesagt, wir würden das gerne auch über die Musik hinaus zu einem Schulprojekt machen. Das heißt, viele Fachschaften, Latein, Deutsch, Geschichte, katholische Religionslehre natürlich sind da beteiligt, das so ein bisschen zu flankieren mit Lektüre von Texten, mit Entwerfen von Plakaten und Zeichnungen, mit Aufarbeiten der historischen Hintergründe. Das Stück wird von 3 Sprechern begleitet. Heute steht die Probe des Chors im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler kennen das Oratorium mittlerweile sehr gut. Es ist interessant geschrieben, auch die Stücke teilweise was sehr Mächtiges, aber auch ein bisschen ruhigere Stücke, also mir gefällt es sehr gut. Ich finde das Stück eigentlich ganz schön, weil man die Emotionen von der Geschichte, die sie erzählt, kommen eigentlich ganz gut rüber durch die Musik, auch wenn man den Text jetzt nicht immer versteht, weil es ja teils auf Latein ist und teils auf Deutsch. Und ich fand es jetzt nicht so schwer zum Lernen. Ich persönlich finde das Stück sehr interessant, weil es ist ja extra für unsere Schule geschrieben worden und es ist auch mal was ganz Besonderes, wenn man das als allererstes aufführen darf. Also wir machen ja die Uraufführung und es ist eben auch mal was Neues, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Das Oratorium umfasst insgesamt 40 Nummern und führt durch das Leben und Wirken Benedikts. Für Musiklehrer Ulrich Gaber, der selbst Schüler des Komponisten Schmidt war, ist die Umsetzung eine Herausforderung, die er gerne annimmt. Was mir persönlich besonders gut gefällt, ist, dass es so vielseitig ist. Es ist nicht ein Stil, sondern die Stücke und auch diese ganzen Geschichten, die der Herr Schmidt rausgesucht hat, sind ganz unterschiedliche Stimmungen, die da eingefangen werden. Die Uraufführung des Oratoriums findet am 20. März im kleinen Goldenen Saal in Augsburg statt. Weitere Termine sind in St. Mang in Füssen und in der Abteikirche Otto Beuren. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Gymnasiums.